Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder wenn du heute ganz neu hierher gefunden hast, dann begrüße ich dich ganz herzlich und freue mich, dass du da bist und wünsche dir hier ganz gute Unterhaltung. Ja, ich freue mich über jeden, der hier zuschaut. Ich freue mich auch immer sehr über eure Kommentare. Und bevor wir gleich starten, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es eine neue Möglichkeit gibt, mich zu unterstützen. Also ja, wenn ihr da mal euch gerufen fühlt, wenn ihr da Lust habt, wenn euch diese Videos regelmäßig unterstützen, ihr da was für euch mitnehmen könnt, dann findet ihr jetzt unter diesem Video, ich blende das hier mal ganz kurz ein, den Super Thanks Button. Und über diesen Button könnt ihr halt direkt eine kleine Spende an mich schicken. Ansonsten ist ja in der Videobeschreibung auch immer mein PayPal-Link verlinkt. Genau, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Oder ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr in meinem Shop fündig werdet und da etwas Schönes für euch raussuchen könnt. Wenn ihr da was kauft, das unterstützt mich natürlich am allermeisten. So, aber ja, wenn ihr diese Videos hier unterstützen wollt, dann gibt es jetzt eben auch direkt bei YouTube diesen Button, wo man einmal Danke sagen kann. Genau, heute gibt es hier als Auswahlorakel, ja, einfach heilsame Botschaften für deinen Seelenweg. Was ist jetzt wichtig für dich? Was sollst du wissen? Was unterstützt dich jetzt und heute? Und du darfst hier wie immer ganz intuitiv dir einen Stapel aussuchen. Du kannst auch in alle drei reinhören. Du kannst die Stapel mit verschiedenen Themen belegen. Aber genau, es ist immer ein allgemeines Orakel. Also es kann für dich stimmig sein, muss aber nicht. Und wenn du in einer Situation bist, wo du wirklich individuelle Hilfe gebrauchen kannst, wenn es da ein Thema gibt, wo du gerne wirklich genau mal drauf gucken möchtest, dann ja, kannst du dich immer melden, auch für ein persönliches Reading. Genau. Ansonsten eben gerne hier heute für dich mitnehmen, was für dich stimmig ist. Und als Auswahl habe ich einmal ein Tigerauge, den Chrysokoll. Und einen Rosenquarz. Schau intuitiv. Und wenn du da noch überlegen möchtest, wenn du noch einen Moment Zeit brauchst, drück gern auf Stopp. Ansonsten beginne ich jetzt mit Stapel 1. Hallo an dich, wenn du dich für Stapel 1 entschieden hast und wir schauen mal, welche Botschaften heute für dich durchkommen möchten. Alle Karten, die du hier siehst, sind meine eigenen Decks, die findest du in meinem Shop. Außer dieses, das ist das Krafttier-Orakel, das ist aktuell nicht mehr erhältlich. Wenn dich das interessiert, findest du den Link auch in der Videobeschreibung. Aber jetzt geht's los mit den Botschaften und da haben wir hier einmal, es wiederholt sich. Dann eine Entscheidung, die zu treffen ist und Grenzen, die zu bewahren sind. Da könnte ich mir hier sehr gut vorstellen, dass du immer wieder dich an einem Punkt wiederfindest, wo du eine bestimmte Entscheidung treffen musst. Und ja, dass du quasi immer wieder da in die gleiche Situation kommst, also dass du vielleicht an einer Kreuzung eben stehst und dich entscheiden musst hier auch, ne, zwischen Angst und Sicherheit oder Liebe und Vertrauen. Und möglicherweise hast du dich vielleicht bisher immer dann eher für die Sicherheit entschieden und bist eher der Angst gefolgt, wirst aber immer wieder von deiner Seele an den Punkt geführt, dass du dich wieder an dem gleichen Punkt wiederfindest und wieder wählen musst, ob du Vertrauen wählst oder wieder die Angst, ne? Und darum wiederholt sich das möglicherweise bei dir, also dass du da eben wirklich immer wieder eine ähnliche Erfahrung machst und dann immer wieder an die gleiche Kreuzung kommst. Du vielleicht das Gefühl hast, auch du drehst dich im Kreis, aber es geht für dich dann eben darum, dich endlich mal für das Vertrauen zu entscheiden und vielleicht mal eben den anderen Weg zu wählen, so dass du da eine neue Erfahrung machen kannst und sich das nicht immer wieder wiederholen muss. Ne? Und dann geht es für dich eben außerdem auch darum oder auch in diesem Zusammenhang darum, Grenzen zu bewahren, also Stopp zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht aber auch eben zu diesem Kreislauf, der sich immer wiederholt, Stopp zu sagen, ne? Und dann endlich mal eine andere Entscheidung zu treffen und nicht der Angst zu folgen. Vielleicht auch, ja, dass du deiner eigenen Angst gegenüber Stopp sagst und eine Grenze ziehst und sagst, so jetzt folge ich dir nicht mehr, ich höre jetzt nicht mehr auf dich, sondern ich wähle jetzt Liebe und Vertrauen, ne? Und wo Liebe und Vertrauen ist, da hat Angst keinen Platz mehr und dann geht es auch eben darum, die Entscheidungen für sich
zu treffen, einfach was fühlt sich für mich gut an, wo möchte ich hin, wie kann ich meine Träume verwirklichen, was wünsche ich mir. Und das hat obere Priorität und Sicherheit, also alles, was Sicherheit verspricht, aber eben mich dort hält, wo ich mich gar nicht wohlfühle, das darf dann zweitrangig werden. Genau, also das sind so deine Themen, dass du hier eine neue Entscheidung triffst. Dann kommt, du brauchst nicht perfekt sein. Ja, vielleicht bist du auch so jemand, der gern alles perfekt machen möchte, der das Gefühl hat, es muss alles richtig sein, es muss alles perfekt sein. Ich darf keinen Fehler machen, ich darf keine falsche Entscheidung treffen, ne? Und vielleicht wählst du deswegen auch immer lieber die Sicherheit. Aber hier darfst du auch ruhig mal etwas wagen, einfach mal ins kalte Wasser springen, dich was trauen, auch wenn du dich vielleicht noch nicht bereit fühlst, auch wenn du das Gefühl hast, dir fehlt noch irgendetwas, du bist noch nicht gut genug oder so, oder dir fehlt eben noch Wissen, dann ja, sind die Botschaften hier aber heute für dich, das muss jetzt noch nicht so sein. Du brauchst nicht sofort schon alles können und alles wissen und perfekt ausgestattet sein und genau wissen, wie alles funktioniert und wie es laufen muss und soll, sondern es geht einfach nur darum, eben hier eine Entscheidung zu treffen. Und daraus wird sich dann alles ergeben und dann darfst du dich einfach auch weiterentwickeln, Stück für Stück. Und ja, das ist also ganz wichtig, dass es alles nicht perfekt sein muss und auch du nicht der Inbegriff der Perfektion sein musst, so nach außen hin. Natürlich sind wir alle auf einer Ebene perfekt, genauso wie wir eben sind. Und ja, das darfst du dir hinter die Ohren schreiben. Dann kommt für dich das Nabelchakra. Ich bin glücklich, ich folge der Freude und der Leichtigkeit. Ja, ganz genau. Und da soll es nämlich für dich hingehen, ne, dass du dir ein Leben erschaffst, eben wo du glücklich sein kannst und was sich freudvoll und leicht anfühlt. Und wenn du dich aber immer wieder für die Sicherheit entscheidest und eben lieber Sicherheit wählst und dadurch aber deine Träume verpasst und das Leben verpasst und aus Angst eben, dass irgendwas schief gehen könnte oder dass du einen Fehler machst, eben nicht die Dinge tust, die du eigentlich gerne machen möchtest und die dich glücklich machen würden. So, ja, das führt dich halt auf einen Irrweg und das wird sich für dich einfach nicht gut auswirken dann, ne? Sondern du bist ja hier, um dein Leben zu genießen und um wirklich auch der Freude zu folgen. Und das Leben soll auch leicht sein. Und das wird es eben, je mehr man ins Vertrauen geht. Und je mehr du wirklich immer mehr darauf vertraust, dass alles gut ist und auch auf dich vertraust, auf deine Fähigkeiten, dein Potenzial, umso leichter wird der Weg nachher auch. Ah, dann steckt in dir auch eine Künstlerin und die möchte auch gelebt werden, ne? Und ja, Kunst kann natürlich auf vielfältige Weise entstehen. Also hier geht es einfach um Kreativität, um deinen kreativen Ausdruck. Und vielleicht ja, ist der ein oder andere hier wirklich auch Musiker, Musikerin und in dem Bereich unterwegs. Vielleicht ne, Gesang, Tanz, aber auch Kunst im Sinne von Malen, Zeichnen, mit Farben arbeiten, aber auch Gestaltung. Gestaltung und Kreieren jeglicher Art, auf jegliche Art und Weise ist etwas, was dir im Blut liegt und was auch durch dich geschehen möchte. Also gib dieser Seite auf jeden Fall mehr Raum. Vielleicht gibt es eben da auch irgendetwas, wo du merkst, die Künstlerin in dir möchte da gerne mal was ausprobieren oder vielleicht hast du als Kind Musik gemacht oder vor vielen Jahren irgendetwas Künstlerisches, Gestalterisches gemacht, was du jetzt länger vernachlässigt hast, vielleicht aus Zeitmangel oder weil du es vielleicht auch einfach vergessen hast, so im Alltagsstress oder so. Und das möchte halt wieder hervorgeholt und gelebt werden. Also gib der kreativen Seite in dir mehr Raum und ja, vielleicht auch so im Sinne, dass du eine Lebenskünstlerin auch bist, ne? Also Kunst muss ja auch nicht nur so ja, auf der Bühne oder auf der Leinwand stattfinden, sondern auch das Leben zu gestalten, so wie man sich das wünscht und wie man das gerne hätte. Das ist ja auch Lebenskunst, so, ne? Und ja, das darf eben bei dir sich rauskristallisieren und das möchte gelebt werden. Und die Meditation kommt, finde Antworten
in der Stille. Also das kann dich jetzt auch unterstützen, dass du dir wirklich Zeit nimmst, dich vom Außen auch abzugrenzen, ne? Auch da ein Stück weit eine Grenze zu ziehen, das Außen einmal draußen zu lassen, damit du wirklich mit deiner inneren Stimme, mit deiner Seele auch in Kontakt kommen kannst, damit du auch dieses Vertrauen, was in dir ist, wiederfinden kannst, diesen Zugang zu diesem inneren Anteil in dir, der vollkommen im Vertrauen ist und ganz genau weiß, was du alles schaffen kannst und wie du deine Träume verwirklichen kannst, dass du mit diesem Teil dich bewusst verbindest. Und dazu ist eben Stille oft sehr, sehr hilfreich, ne? Dass das Außen mal wirklich ausgeschlossen wird, also dass Ablenkung einfach mal nicht da ist, sondern dass man ganz mit sich ist, mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen und mit den Botschaften, die dann vielleicht auch hochkommen wollen. Also da nimm dir wirklich Zeit für dich ganz in Ruhe, schließ die Augen, ne? Mach dir eine schöne Musik an oder vielleicht besser ist noch vielleicht ganz ohne Geräusche, wirklich in der Stille versuchen, bewusst Kontakt aufzunehmen mit diesem inneren Anteil. Ne? Weil also in uns gibt es viele, viele Anteile. Da ist jemand, der sich ständig Sorgen macht, da ist der Zweifler, der Kritiker, da ist aber auch das innere Kind und da ist auch ja, so ein Fels in der Brandung, so ein Urvertrauen ist einfach auch da. Und wenn man das gefunden hat, dann, ja, dann traut man sich auch viel, viel mehr zu und dann wird die Angst eben immer weniger und das Leben wird aber freudvoller dadurch. Ja, da kommt die Zufriedenheit. Erkenne auch, wie viel du bereits erreicht hast oder wie viel du bereits hast. Also, ja, dass du auch schaust, das ist auch so ein Thema von Dankbarkeit, im Hier und Jetzt ankommen und zufrieden sein. Also, wir streben natürlich immer danach, unsere Ziele zu erreichen und uns auch zu verbessern und stetig ja, uns weiterzuentwickeln. Aber wir dürfen eben auch immer wieder bewusst innehalten und schauen, was habe ich denn schon alles geschafft und was habe ich denn schon alles erreicht? Wie weit bin ich denn schon gekommen? Und dann das auch eben zelebrieren und damit auch schon mal zufrieden sein, Zufriedenheit finden in dem, was eben jetzt ist. Und was man jetzt schon geschafft hat und sich dann auch freuen auf alles, was dann noch kommt. Also auch zu sehen, okay, ich bin schon so weit gekommen und alles, was jetzt kommt, kann nur noch besser werden. Und ja, darum geht es für dich auch. Und dann habe ich hier eben noch ein Krafttier. Und da bekommst du das Wiesel. Ich helfe dir schnell und entschlossen, Entscheidungen zu treffen. Also ja, ne, du sollst ja eben hier auch die Entscheidung treffen. Das ist ja eben auch ein Hauptthema jetzt für dich, dass du an einer Kreuzung stehst. Vermutlich, ne, an einer, wo du schon öfter gestanden hast. Und dann kommt jetzt eben das Wiesel und das hilft dir möglicherweise dann eben jetzt auch schnell und entschlossen, da wirklich mal eine neue Entscheidung zu treffen. Ne? Also, wenn wir dem Vertrauen und der Liebe folgen, ist es auch oft gut, würde ich sagen, dann nicht zu lange eben drüber nachzudenken, sondern das aus einem Impuls heraus dann einfach mal zu machen und zu schauen, was passiert. Fangen wir an, erst noch lang und breit darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist. So, dann kommt halt der Verstand wieder dazu. Und der fängt natürlich an zu sagen, ja, überleg dir das wirklich gut, da könnte ja so viel schief gehen, da könnte das und das passieren und du könntest es nicht schaffen. Und was ist, wenn du scheiterst? Was ist, wenn es ein Fehler ist? Was ist, wenn du das bereust? Und. Und ja, manchmal ist es gut, denn einfach bevor das Ganze losgeht, einfach, wenn man spürt, diesen Impuls davon, okay, ne, ich merke eigentlich, ich will jetzt da lang gehen, ich will diese Entscheidung treffen, so ich spüre das in mir, das ist richtig. Und das dann einfach mal zu machen und diesem Impuls eben zu folgen, ne? Vielleicht auch ganz spontan und ganz schnell eben, bevor sich der Verstand einschaltet und da eben ja alles Mögliche sich ausdenkt, warum man das lieber nicht machen sollte und was da alles schief gehen könnte. Genau, ja, von daher wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du da eine neue, eine gute Entscheidung für dich treffen kannst und aus diesem Kreislauf vielleicht auch rauskommst und dann ja mal wirklich einen neuen Weg gehst und sich das Glück und die Freude in dein Leben manifestieren kann.
Ja, also alles, alles Liebe für deinen Weg. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder ja, auch auf jeden Fall, wenn du in eins der nächsten Videos auch wieder reinschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, eine schöne Zeit und ich mache jetzt weiter mit Stapel 2. Hallo an dich, wenn du dich für Stapel 2 entschieden hast und wir schauen mal, welche Botschaften sich für dich zeigen. Falls du dich für die Kartendecks interessierst, die findest du alle in meinem Shop. Die sind alle von mir, außer dieses Krafttier-Orakel. Das ist auch von mir, aber das gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Das nur so vorweg und dann schauen wir mal, welche Botschaften für dich da sind. Da kommt, es wird mehr, der Ex-Partner und Belastungen. Das ist interessant, weil vielleicht kennst du Lena Eller, das ist eine Kollegin von mir und die hatte, ich meine, das war jetzt bei den Mondenergien für den Vollmond und da hatte sie auch meine Wahrsagekarten benutzt und da kam auch der Ex-Partner drin vor. Somit scheint das wirklich für einige hier im Kollektiv ein Thema zu sein, was jetzt nochmal hochkommt, die Tage in dieser Zeit, also dass da ja, etwas in Bezug auf Beziehungen, also möglicherweise wirklich ein Ex-Partner, aber vielleicht auch im Freundeskreis, vielleicht einfach Menschen, die in der Vergangenheit mal wichtig gewesen sind und aber wo es sich schon auseinandergelebt hat, so. Also es muss jetzt nicht eine Liebesbeziehung sein, das kann auch sich eben auf Freundschaften beziehen, vielleicht aber auch Familienmitglieder. Also ich würde hier sagen, Beziehungen, die eben aktuell sozusagen auf Eis liegen und wo sich eine Belastung deswegen dahinter verbirgt und dass das jetzt noch mal stärker werden kann, die Tage, ne? Also dass da das noch mal hochkommt, vielleicht diese Geschichte, weil, ne, oft ist es ja dann so klar, wenn Beziehungen auseinandergehen, dass es da, also meistens geht man ja nicht im Frieden auseinander, sondern da gibt es irgendein Thema, was eben dazu geführt hat. Eine Seite ist dann meistens verletzt oder, ne, hat dann Schmerz erlitten in der Situation. Und vielleicht kommt dieses Thema eben einfach hier nochmal hoch und wird halt intensiv die Tage. Genau, dann schauen wir mal, was die anderen Karten uns da noch mitgeben für die Situation. Hier kommt, geh voran, damit andere dir folgen können. Und ja, solche Geschichten, also schmerzhafte Trennungen vielleicht, ne? Der Verlust von Menschen, die man wirklich gern hatte, oder ein Thema mit Loslassen, ne? Auch Menschen loslassen, gehen lassen, sich von Situationen und Menschen verabschieden. So, das ist ja etwas, womit viele Menschen ein Thema haben und ja, wenn du da jetzt eben in dieser Situation bist und das Thema nochmal hochkommt, möchte das natürlich angeschaut, losgelassen und geheilt und transformiert werden. Und da, ja, darfst du jetzt eben vorangehen, darfst für dich diese Situation lösen und daraus dann Erkenntnisse gewinnen und ja, anhand der Erfahrung, die du eben gemacht hast und wie du es dann geschafft hast, das Thema für dich ja, umzuwandeln und zu heilen, kannst du dann anderen Menschen helfen, die eben in einer ähnlichen Situation mit ähnlichen Erfahrungen sind, ne? Also du bist dann da, damit nachher andere von deinen Erfahrungen profitieren können, ne? Also auch deswegen hat alles, was wir erleben und erfahren, ja auch immer einen Sinn und Zweck und passiert nicht einfach so, sondern das, ja, das dient dann schon dazu, damit wir eben etwas lernen, aber damit wir dann auch andere unterstützen können und uns gegenseitig helfen können mit unseren Erfahrungen und ja, eben daran einfach wachsen. So, da kommt das Herzchakra. Ich bin dankbar, das Leben schenkt mir alles, was ich brauche. Genau. Und auch solche Situationen, auch wenn sie unschön sind und schmerzhaft sind und sich sehr unangenehm anfühlen, ist es doch eben eine Situation, die für das Seelenwachstum und für die Erfahrung, die die Seele eben machen möchte, jetzt in dieser Zeit etwas, was wichtig ist, ne? Und was eben gebraucht ist. Und auch wenn uns das nicht gefällt, so ist es eben doch eine Erfahrung, die eben nötig ist. Aber das Leben schenkt dir auch darüber hinaus alles, was du brauchst, nämlich auch an innerer Kraft und Stärke, um das zu bewältigen. Das Leben schenkt dir, ja, Freunde, Menschen, die dich unterstützen, eben durchzukommen durch solche Phasen, die dir helfen, Dinge zu verstehen, Dinge durchzustehen, die an deiner Seite sind. Auch wenn nicht alle Menschen für immer bleiben,
So gibt es aber doch eben immer wieder neue Menschen, die für dich da sind und die dir helfen und ja, die dich einfach unterstützen und dir die Hand reichen können. Ja, und auch darüber hinaus darfst du immer darauf vertrauen, dass das Leben dir wirklich alles schenkt, was du brauchst. Und wenn irgendetwas aus deinem Leben eben geht oder irgendjemand sich verabschiedet, dann brauchst du diese Situation oder diesen Menschen eben für die Zukunft zumindest vorerst oder auch dauerhaft eben nicht mehr, ne? Dann kommt was Neues, das macht dann Platz für was Neues. Also wir entwickeln uns ja nun mal immer weiter und darum die Energien verändern sich, man selber verändert sich, ne? Die Schwingung verändert sich und dann geht man einfach nicht mehr mit allem und jedem in Resonanz oder man braucht dann einfach die Erfahrung mit einer bestimmten Person nicht mehr, weil man das Thema abgeschlossen hat und ne, da sind ja nicht alle Beziehungen so für die Ewigkeit, sondern ja, manchmal geht das dann eben auseinander, weil jetzt ist das nächste Kapitel dran und dann war das eben nur für eine bestimmte Phase. Aber du darfst eben dankbar sein für alles, was du bis jetzt schon erfahren hast, für alle Menschen, die in deinem Leben waren, für alle, die da noch kommen werden, für alle, die jetzt gerade noch da sind. Und ja, da darfst du vielleicht dir wirklich auch mal einen Moment Zeit nehmen und da zu schauen, so welche Menschen gab es schon alles in deinem Leben, was haben sie dich gelehrt, was hast du durch sie erkannt, erfahren, welche schönen Momente, welche schwierigen Momente gab es. Vielleicht, ja, ist es ein guter Zeitpunkt, da mal Resümee zu ziehen. Vielleicht hilft dir das dann eben auch, mit dieser Situation eben umzugehen und da diese Erkenntnisse zu gewinnen, die wichtig sind, um das zu transformieren. Und dann kommt das Wolkenschloss. Wie schön. Also das Wolkenschloss zeigt, dass du auf dem Weg bist zu deinem Herzensort sozusagen. Das Wolkenschloss ist aber ein Ort in dir selbst. So. Also, ne, es zeigt, du bist auf der Suche nach deinem Glück, nach der Liebe vielleicht, nach einem Ort, wo alle deine Träume vielleicht wahr werden. Ne? Oder wo du einfach glücklich bist, wo du ankommst, wo du vollkommen bist, wo du dich zu Hause fühlst. Und das ist aber ein Ort eben in dir. Und ja, das Gute ist aber, wenn man das Wolkenschloss sucht, so wird man es auch finden und dann wird die Seele auch einen unterstützen und einem Zeichen geben und schicken, dass man weiß, wo man da lang muss, beziehungsweise ja, wird man einfach automatisch dorthin geführt. Also du wirst dein persönliches Wolkenschloss dann auch finden. Dann kommt die Toleranz. Schau gutmütig über die Fehler anderer hinweg. Und ja, Fehler ist natürlich immer so in Anführungsstrichen zu setzen, weil letztlich ja ist nichts falsch oder fehlerhaft an irgendjemanden, sondern alle Menschen sind einfach so, wie sie sind. Nur gibt es eben ja manchmal vielleicht Verhaltensweisen, die wir an anderen nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, wo wir bewerten, dass das irgendwie falsch ist oder dass das ein Fehler ist, den diese Person da irgendwie hat. Aber ja, weil einfach jeder auf die bestmögliche Art und Weise eben immer handelt und jeder an einem anderen Punkt ist und jeder hat einen anderen Weg hinter sich und hat einen anderen Weg vor sich und man weiß nie, wozu ist die Situation jetzt gut, ne? Auch wenn ich eben denke, boah, dieser Mensch, also der, ne, das ist jetzt falsch, was der macht oder so, wie der ist oder so. Das ist eigentlich ein Fehler, der korrigiert werden muss. Aber wer bin ich, das zu entscheiden oder das zu bewerten? Weil ich weiß ja nichts, ne, über das Leben vielleicht von dieser anderen Person und warum diese Person jetzt eben so handelt. Und darum, ja, darf es da mehr Toleranz geben, mehr Mitgefühl vielleicht auch, mehr Verständnis, dass man sich einfach immer sagt, okay, diese Person, ja, mir gefällt nicht, was sie tut oder was sie sagt, aber ich weiß halt nicht, was dazu geführt hat, warum diese Person jetzt eben so ist, wie sie ist. Und deswegen, nehme ich mich da zurück, darüber irgendein Urteil zu fällen, sondern ich akzeptiere das so. Ich schaue einfach nur bei mir, was macht das jetzt mit mir so, ne? Also ich urteile dann nicht über den anderen, ich schimpfe nicht darüber, sondern ich schaue, okay, was macht dieses Verhalten mit mir? So, was löst das in mir aus? Was triggert das in mir an? Und das gucke ich mir dann an, ne? Aber die anderen dürfen im Prinzip so sein, wie sie nun einmal sind. So, das kann ich eben nicht verändern. Also, ja, das ist eine Lernaufgabe auch für dich gerade vielleicht.
So, dann kommt die Klarheit, die Richtung zeigt sich jetzt und das ist also auch sehr schön. Und ne, wir haben auch dieses Wolkenschloss, wo du ja hin möchtest. Und da kommt dann eben auch neue Klarheit, dass du dann weißt, alles klar, das ist der nächste Schritt. Und es liegt ja hier auch unter dem Geh voran, damit andere dir folgen können. Und um voranzugehen, muss man ja natürlich auch irgendeine Richtung erkennen können. Und das wird sich alles zeigen. Also wenn du jetzt noch gedacht hast, so ja, ich weiß gar nicht, wo soll ich denn vorangehen, wo soll ich denn hin? Hingehen, wie soll ich denn andere irgendwo hinführen oder ihnen irgendwas beibringen oder erklären oder so, dann das wird kommen, so diese Klarheit wird kommen, da wird sich eine Richtung für dich zeigen und vor dir auftun sozusagen und ja, das wird ein Weg in Richtung deines Wolkenschlosses sein. So, und dann bekommst du noch ein Krafttier und da kommt die Hummel, die dir Selbstvertrauen schenkt, ja, denn du kannst mehr als du denkst. Also vertrau auf dich, ne? Also vertrau darauf, dass du hier wirklich auch dieses Potenzial hast, andere zu führen oder anderen etwas beizubringen, andere zu unterstützen, eben ein Leader zu sein, also jemand, der wirklich führt und vorangeht. So, also du hast da ganz viel Potenzial und du darfst dir selbst vertrauen eben, dass da ganz viel in dir steckt und dass du auch diese Situation meisterst, die da oben sich abgezeichnet hat, ne? Auch wenn das eine hohe Belastung ist, aber du schaffst das. Also du hast die innere Kraft und Stärke und eben die Fähigkeiten und du hast eben alles, was du brauchst, ne? Das Leben schenkt dir alles, gibt dir alles mit, was du brauchst, um deine Erfahrungen zu meistern und darum darfst du darauf vertrauen, dass das eben auch so ist. Ja, somit sind das deine Botschaften. Ich hoffe, es hilft dir und unterstützt dich. Lass mich das gerne in den Kommentaren wissen, auch damit ich weiß, wer hier alles so zuschaut und ja, was bei euch so los ist. Und ja, dann freue ich mich auch, wenn du in die nächsten Videos auch wieder reinschaltest. Lass mir gerne ein Abo da, wenn noch nicht geschehen, dann verpasst du keine Videos mehr. Und dann wünsche ich dir alles Liebe für deinen Weg und ja, freue mich, wenn wir uns hier bald mal wieder hören. Also bis dahin eine schöne Zeit und ich mache jetzt weiter mit Stapel 3. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast und wir schauen mal, welche Botschaften da jetzt für dich durchkommen wollen. Falls du dich für die Karten interessierst, die sind alle von mir und die findest du in meinem Shop, außer hier das Krafttier-Orakel, das gibt es leider nicht mehr. Aber wir schauen jetzt mal auf deine Botschaften. Da kommt schon mal Streit im Anflug, aber auch die Befreiung und Genuss ohne Reue. Also erstmal Achtung, da ist Streit im Anflug. Also es kann sein, die Tage jetzt, dass es da mit irgendjemandem in deinem Umfeld ja, Konflikte, Missverständnisse, eben Streit gibt, dass da die Energien sehr hochkochen, dass da was. Ja, ein Fass vielleicht überläuft, ne? Also möglicherweise, dass da auch eine Situation gibt, die schon sehr, sehr angespannt ist und wo man jetzt aufpassen muss, ja, dass es nicht explodiert sozusagen. Aber da liegt ja auch der Joker, die Befreiung und vielleicht würde auch in der Explosion im Prinzip, also wenn das Fass dann wirklich mal überläuft, auch eine Befreiung liegen. Also, ne, sprich, wenn es wirklich um etwas geht, was so unterdrückt wird oder wo man schon merkt, da schwebt ein Konflikt schon irgendwie über uns, da ist irgendwas, was nicht ausgesprochen wird, da ist was, was ungeklärt ist, dann kann das eben da sehr befreiend sein, sich da auszusprechen und dafür zu sorgen, dass das eben aus der Welt kommt, dass das die Energie, dass das raus kann so und dass das ja, dass man sich da ausspricht, vielleicht bevor es eskaliert, aber ansonsten, wenn es nicht anders geht, manchmal braucht es ja auch dann einfach dieses Gewitter oder diesen Sturm, da so ein bisschen so ein Erdbeben sozusagen, damit es danach dann eben wieder sich alles glätten kann. Ne? Also da wird aber eine Befreiung eben kommen in diese Situation, in diesen Konflikt. Du sollst außerdem wissen, dass du genießen darfst ohne Reue und es muss sich jetzt nicht unbedingt auf Süßigkeiten beziehen, weil ich das hier als Motiv gewählt habe, aber vielleicht gibt es etwas, wo du dir nicht erlaubst, da einfach unbekümmert zu genießen, ne? Also sei das jetzt im Bereich eben Ernährung, also da darfst du dir ruhig auch mal was gönnen sozusagen. Natürlich ist es nicht so
Empfehlenswert, wenn man jetzt jeden Tag irgendwie eine Tafel Schokolade isst oder Pralinen oder sowas. Also schon auch auf gesunde Ernährung achten. Aber wenn man sich da mal was gönnt, wenn du merkst, mein Körper hat jetzt so Lust auf diese Torte oder dieses Eis oder diese Praline, was auch immer, so dass du es dir dann auch einfach erlaubst und dich dann nicht verurteilst dafür. Aber vielleicht betrifft es auch einen ganz anderen Bereich in deinem Leben, wo du dir nicht erlaubst, eben zu genießen, Spaß zu haben, ne? Also, das kann ja alles Mögliche sein. Also da fühl mal in dich rein, ob es etwas gibt, was dir eigentlich Freude machen würde, was du total genießt. Das kann ja auch sein, zum Beispiel die Mittagspause zu verlängern, zum Beispiel, ne? Vielleicht arbeitest du in einer Firma, wo du eine Stunde Mittagspause machen könntest, aber du machst immer nur weniger, damit du. Ja, weil du irgendwie denkst, du schaffst sonst die Arbeit nicht oder was auch immer, ne? Oder also, dass man sich dann erlaubt, so einfach mal die Zeit länger zu genießen, den Moment zu genießen, ohne dass man sich irgendwie Sorgen macht um das, was dann danach kommt. Oder, ne? Also, du weißt vielleicht, was ich meine. So. Also, schau, was du genießen möchtest, was dir Spaß macht und beobachte mal, ob es da irgendetwas gibt, wo es dir schwerfällt, eben das ohne das zu bereuen oder ohne negative Gedanken, das einfach zu genießen. Also ne, letztlich einfach in dem Moment genießen, vielleicht auch alle fünfe gerade sein zu lassen. Ne? Vielleicht fällt es dir auch schwer, einfach im Garten oder auf der Wiese zu liegen und nichts zu tun. Und vielleicht denkst du halt dann immer, du musst irgendwas machen, du musst produktiv sein, da ist noch so viel im Haushalt zu erledigen oder da liegt noch so viel Arbeit auf dem Schreibtisch. Ne? Ich darf jetzt eigentlich nicht die Füße hochlegen und hier so entspannt irgendwie rumsitzen oder so. Also sowas könnte das auch sein. Ne? Und da erlaube dir, den Moment zu genießen und ja, dir da ein bisschen mehr Freude zu erlauben. Das Wie wird sich zeigen und das ja, kann sich hier auf diese Situation beziehen, ne? Falls du dich jetzt fragst, so, wie soll dieser Konflikt sich jemals entladen oder wie soll ich da das jemals klären können? Also das kommt, aber vielleicht bezieht es sich auch auf etwas anderes, was du machen möchtest, wo du noch dich fragst, so ja, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn umsetzen? Ne? Vielleicht gibt es da eine Idee, die du hast. Vielleicht gibt es ein Ziel, was du gerne erreichen möchtest, einen Traum, den du hast. Aber du weißt halt nicht, wie komme ich denn dahin? Und das wird sich halt einfach zeigen, wenn du die ersten Schritte machst, um dorthin zu kommen. Also das ist meistens einfach eine Entscheidung, dass du das willst und dass du dich entscheidest, eben dorthin zu wollen. Und dann gehst du den ersten Schritt, und das kann ein ganz kleiner Schritt sein, aber der nächste Schritt zeigt sich dann eben danach. Also da entsteht der Weg wirklich, während du ihn gehst. Also mach dir da noch nicht zu viele Gedanken, wie und wann und wo und was genau, sondern ein Schritt nach dem anderen und wie du dann dahin kommst, das entsteht dann einfach unterwegs. Selbstermächtigung, du allein bestimmst über dein Leben. Genau, also da braucht dir auch niemand reinreden eben und ja, ich glaube, es geht für dich auch wirklich darum, der Freude zu folgen, ne? Und dir ein Leben auch zu kreieren, was sich für dich eben gut anfühlt und wo du gerne drin lebst, so, wo die Umstände einfach so sind, dass es dir gefällt und dass es dir Spaß macht, dass du es genießen kannst. Also vielleicht geht es für dich auch darum, wirklich zu lernen, du darfst dein ganzes Leben, also das ganze Leben an sich darfst du genießen, alles darf für dich ein Genuss und schön sein, ne? Vielleicht hast du noch so Glaubenssätze im Sinne von, ja, man muss hart arbeiten, um irgendwie, um sich Wohlstand zu verdienen oder man muss hart arbeiten, damit man Liebe oder Glück verdient hat. So, man muss für alles einfach hart arbeiten. So, es darf nicht leicht sein, es darf nicht Spaß machen oder so, sondern alles muss harte Arbeit sein. Das Leben ist kein Ponyhof. So, ne? Vielleicht hast du das als Glaubenssatz irgendwie integriert, dass das Leben kein Ponyhof ist und dass man eben für alles hart was machen muss. Und das darfst du loslassen. Ne? Also du allein bestimmst über dein Leben und wenn du dir wünschst, dass dein Leben leicht und freudvoll ist, dann darfst du dir ein solches Leben erschaffen und dann darfst du eben Sätze wie das Leben ist kein Ponyhof streichen und sagen, doch, mein Leben ist nicht nur ein Ponyhof, sondern mein Leben ist eine Karibikinsel oder sowas, ja.
Das darfst du entscheiden und dann ist auch alles möglich. Und wie auch immer du dir dein Leben wünschst, es kann Realität werden. Und da ja, ist auch eben diese Ermächtigung, dass du dich selbst ermächtigst, da Entscheidungen zu treffen und das eben zu bestimmen, dass dein Leben so und so werden soll und aussehen soll. Das ist ganz allein deins. Und jeder, der dann sagt, das gehört sich aber nicht, so kann man nicht leben, so sollte man nicht leben, das geht nicht oder so, das ist nicht gut. Das sind halt die Ideen von anderen Leuten, das muss aber nicht deins sein, ne? So jeder, der eben ein Leben für sich wählt, was aus harter Arbeit besteht und wenig Freizeit oder so, das ist dann dem seine Entscheidung. Aber wenn du das für dich nicht möchtest, wenn du dir ein Leben wünschst, was durch und durch leicht und freudvoll ist und Spaß macht und was du genießen kannst, dann darfst du dir auch das erschaffen. Dann kommt das Halschakra, ich bin wahrhaftig, ich erhebe meine Stimme und sage, was ich denke. Genau, und ja, da, ne, das kann hier natürlich zu dieser Konfliktsituation auf jeden Fall auch gehören und dann auch zu einer Befreiung führen, vielleicht auch, dass du dein Halschakra dadurch auch befreist und öffnest, indem du wirklich deine Wahrheit sprichst, indem du sagst, was du wirklich denkst und was du dir wünschst und was du möchtest. Und ja, vielleicht, ne, ist dieser Konflikt auch eben in Bezug auf das, was du dir vom Leben wünschst, dass das dann ein Konflikt mit einer Person ist, die das halt so gar nicht nachvollziehen und verstehen kann und dir das ausreden möchte oder dir ein schlechtes Gewissen einredet für das, was du dir wünschst und wo du deshalb zweifelst. Aber dann geht es für dich darum zu sagen, meine Wahrheit oder ja, für mich ist es aber so, dass ich das eben möchte, so. Das ist mein Weg, das ist das, was ich mir wünsche und ich kreiere mir das und da redet mir keiner rein und das ist meine Entscheidung und vielleicht musst du da wirklich mal auf den Tisch hauen sozusagen und sagen so, hey, es ist mein Leben und ich ganz alleine entscheide, was ich machen möchte. Und du bist eine Hüterin des Wissens, also in dir schlummert ja, vielleicht altes Wissen, vielleicht auch neues Wissen oder altes Wissen, was neu aufgelegt werden kann, was jetzt in der neuen Zeit gebraucht wird. Also hier gibt es etwas, was in dir verborgen ist, in dir schlummert und worauf du zugreifen kannst, sollst und wirst. Also ne, vielleicht denkst du jetzt noch, hä, was kann das denn sein? Aber da wirst du auch hingeführt werden, ja, dass dieses Wissen eben aus dir heraus fließen kann und dass damit dann auch irgendwas gemacht wird und du das zum höchsten Wohle aller einsetzen kannst. Also da wartet noch was auf dich, dass du eben ja eine sehr wichtige Rolle spielen wirst, vielleicht jetzt bald oder vielleicht auch erst in ein paar Jahren, aber vielleicht erinnerst du dich dann daran, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, dass da wichtiges Wissen in dir schlummert, was eben ja, dann auch eingesetzt werden möchte für die Menschheit. Und da ist auch eine Sackgasse, die dir sagt, hier geht's nicht weiter. Das heißt, ja, da gibt es einen Punkt in deinem Leben, ne, den du jetzt erreicht hast, wo es einfach heißt, so, also hier geht's für dich nicht weiter. Du musst jetzt eine neue Entscheidung treffen. Du musst hier deinem eigenen Weg, deinem Herzen folgen. Du musst jetzt sagen, was du denkst, was deine Wahrheit ist und danach dann auch dein Leben ausrichten und konsequent eben deiner eigenen Wahrheit folgen und alles andere wird für dich nicht mehr funktionieren. Also da darf es Veränderung geben für dich, ne? Also das Alte sozusagen, so wie du bisher vielleicht gehandelt hast, wie du bisher gelebt hast, das geht nicht mehr. Vielleicht auch deine Beziehungen, ne? Dass die nicht mehr funktionieren, so wie es bisher war, sondern dass da ganz viel gewandelt und verändert werden möchte und dass ja da vielleicht eine grundlegende neue Richtung eingeschlagen werden möchte in deinem Leben, vielleicht aber auch nur in einer bestimmten Situation. Da wirst du wissen, ob du irgendwo vor eine verschlossene Tür stehst oder mit dem Kopf irgendwo gegen eine geschlossene Tür gelaufen bist. Dann ja, verschwende dort auch nicht mehr deine Energie, sondern schau, wo es für dich weitergehen kann, ne?
Und dein Krafttier ist die Biene. Jeder hat seine Aufgabe, nichts geschieht zufällig. Ja, also genau, auch du eben, ne, hier auch als Hüterin des Wissens natürlich, hast eine sehr wichtige Aufgabe im Kollektiv für die Welt, für die Erde, für die Gesellschaft, für dein Umfeld. Und da darfst du dich auf jeden Fall als Teil des großen Ganzen sehen, und dass du nicht ja wertlos bist oder dass du nicht unnütz bist oder so, sondern du bist wichtig und du erfüllst deine Aufgabe genauso wie auch jeder andere. Und alles, was für dich geschieht, die Erfahrungen, die du machst, ne, der Weg, wie er sich für dich entwickelt, auch die Sackgasse, die da liegt, also wenn sich eine Tür schließt, wenn du merkst, hier geht es nicht weiter, so dass alles geschieht nicht zufällig, sondern aus einem bestimmten Grund, um dich eben weiter auf deinem Weg voranzubringen und dich dorthin zu führen, wo du einfach hin sollst, ne, und wo es für dich am besten ist. Genau, also ja, das sind deine Energien und Botschaften. Ich hoffe, es unterstützt dich. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, ich freue mich, wenn du in eins der nächsten Videos auch wieder reinschaltest, wenn du mir ein Abo dalässt. Und ja, dann wünsche ich dir alles Liebe hier auf deinem Weg, für deinen Weg. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Bis dahin eine schöne Zeit.